Willkommen zurück zum Let's Play Shadow of the Colossus. Wir machen hier an dieser Stelle direkt weiter. Hier unter Wasser sehen wir jetzt noch nichts. Ich schwimme einfach mal auf diese tolle kleine Insel zu. Diese steinerne. Und da haben wir noch schon. Sehen wir es auch, der ist extrem groß. Wir versuchen jetzt einfach mal ihn zu erklimmen, wobei das kein leichtes Unterfangen wird, das kann ich jetzt schon sagen. Da vorne haben wir schon gesehen, da ist nichts, an dem man hochklettern könnte. Aber hier hinten sehen wir jetzt ich wollte schon Gras sagen, dieses Feld, wobei Gras hier vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Gucken wir mal, ob wir bis zu seinem Kopf kommen. Uah! Wäre ich fast gestürzt. Auf die zu schütteln. Gibt doch nichts. So, auf jeden Fall kommen wir hier bis zu seinem Kopf. Schnappen wir uns mal das Schwert. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Sein Siegel ist nämlich nicht am Kopf. Aber dafür hat er so seltsam leuchtende Steine. Und immer wenn an einem Koloss was leuchtet, hat das irgendeine Bewandtnis. Wir hauen einfach mal gegen und bemerken, dass der Koloss plötzlich in die Richtung schaut, in die man geklopft hat. Wenn wir jetzt nach vorne kloppen, war es jetzt zwar was im Weg, aber der geht dann halt dran vorbei. Das heißt, die bewegliche Brücke ist eben diese Funktion, nenne ich jetzt mal, dass man hier oben auf die Steine klopft, und er dann aus Reaktion quasi in die Richtung läuft, in die man geklopft hat. So, jetzt renne ich allzu weit weg. Wir wollen da hinten hin zu der Insel. Lass dich doch nicht von allem aus der Ruhe bringen. So, wir versuchen jetzt einfach mal auf diese Insel drauf zu springen. Hat geklappt. Aber er attackiert uns früher, als ich gedacht hätte. Denn, wenn wir nur unten die ganze Zeit rumgondolieren, macht er das nicht. Und genau das muss er machen. Wenn er das nicht macht, kommen wir bei dem Koloss nicht weiter. So, jetzt hoffe ich auch mal, dass er gleich angreift. Okay, tut er nicht. Doch, macht er. Der schleudert Blitze. So, da unten sehen wir schon, da ist wieder Fell. Und da haben wir jetzt plötzlich auch das Siegel. Da müssen wir rein. Jetzt ist das natürlich wieder eine Zeitsache. Der lässt sich natürlich nicht ewig hier von uns bekriddeln. Aber jetzt wissen wir ja eh, wie es geht. Deswegen machen wir uns direkt wieder auf den Weg zu seinem Rücken. Thank you.
sind wir wieder. Ach, rutscht doch nicht runter, Mensch. Dass die Kamera aber auch immer unter das Wasser rutscht. So, komm, beruhig dich. Und du fall nicht ständig runter, kletter wieder lieber hoch. Das macht mehr Sinn. Ach Mensch. Hör doch auf, dich zu schütteln. So, da sind wir wieder oben. Komm, spring doch einfach, der interessiert dich das nicht mehr. Ach. So, weiter jetzt. Ab nach vorne. Auf zur nächsten Insel. Das muss ich natürlich dazu sagen. Eigentlich zerstört er die Insel, nachdem man sein Siegel bearbeitet hat, nenne ich es jetzt mal. Nein, verdammt. So, springt auf. Sehr gut. Das ging jetzt relativ schnell. Habe ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht erwartet. Ja, auf die Weise erwischst du mich nicht, Freundchen. Dazu musst du dir schon was anderes einfallen lassen. Na komm. Genau. Das musst du machen. Dann wird Schuh los. So, jetzt machen wir es mal ganz besonders früh. Und rein. Ich würde sagen... Ah, nee. Jetzt reicht's ihm nämlich. Und jetzt zerstört er auch die Insel. Die Zeit können wir natürlich nutzen, um... ein kleines bisschen Landgut zu machen, sozusagen. Eine Insel ist jetzt weg. Das ist also abhängig davon, wie viel Schaden man gemacht hat. Das ist gut zu wissen. Kann es einem nämlich nicht passieren, dass der Koloss alle Inseln umhaut, obwohl er noch gar nicht tot ist. Ja, dann wäre das ja eine verlorene Sache, Junge. Ohne die Insel kommt man ja nicht an seinen Schwachpunkt. So. Wir haben es wieder geschafft. Rauf auf seinen Rücken. Und allen Erschütterungen zum Trotz, Wanda. Ah, halt dich fest. Erklimmen wir ihn ein weiteres Mal. Und hoffentlich das letzte Mal. Obwohl man eigentlich behaupten kann, dass er eigentlich ein relativ friedlicher Zeitgenosse ist. Obwohl der immer hinrollt. So. Wo ist die andere Insel? Da hinten. Ach du liebes Lieschen. So. Als allererstes drehst du dich mal. Hör auf weiterzugehen, du folgst jetzt meinem Befehl. Ja, solange die Dinger so ein bisschen heller leuchten, gilt der Befehl natürlich noch. Aber ich hau trotzdem immer wieder drauf. So. Jetzt haben wir grob die Richtung angepeilt, jetzt geht's ab nach vorne. Weiter nach vorne. Schön brav nach vorne. Prügel zu den hinten nach vorne, so. Ja, gleich sind wir da. Es geht mit dem Koloss erstaunlich schnell. Da nach vorne. Nach rechts. Nein, nicht runterfallen. So, schaffen wir den Sprung. Ja.
Ja. Immer sehr pessimistisch. Ah, komm. Du komm. Lass den Quatsch. So, ran da. Und den Sprung schaffen wir auf jeden Fall. So. Da wären wir wieder. Und ich würde sagen, das war's jetzt für ihn. Wenn ich jetzt nicht Mist baue. Ja, auch nicht das erste Mal. Ah, aber in diesem Fall baue ich keinen Mist, das war's. So sehen diese Inseln übrigens von unten aus. Auch nicht spektakulär. Und damit haben wir einen weiteren Koloss besiegt. Leider haben wir jetzt die Stimme der jungen Dame überhaupt nicht vernommen. Wir speichern wieder natürlich. Ich sehe gerade, dass ich noch extrem viel Zeit hätte, aber ich beende diesen Part trotzdem an dieser Stelle. Und wir machen einfach im nächsten Part weiter... ach Gott, was ist mit mir los? Wir machen einfach im nächsten Part weiter, bis gleich.